Zuerst mal recht herzlichen Dank beim Timo. Timo aus Bremen, er hat vollkommen recht. Warum tue ich mir das eigentlich an, hier diese Figuren zu kaufen vor laufender Kamera? Weil erstens 30 Jahre für Star Wars gearbeitet in der Promotion, ist das irgendwie, na gut, ich habe ja gesagt, 2007 an sich wirklich kein Interesse mehr gehabt und so gut wie alle Figuren waren verkauft, die waren weg. Auch die uralten DVDs, die ersten DVDs, die damals herausgekommen und so. Aber wie gesagt, noch einmal zum Nach, es ist halt, wir haben 40 Jahre jetzt Star Wars, wir feiern Star Wars, wir haben da viel vor. Und dadurch kommt jetzt auch noch mal ganz kurz, bevor ich hier noch mal auf die Sachen eingehe, das Unboxing. Meine lieben Freunde, so liefert Amazon perfekt. Ja, DHL legt mir das auf den Tisch. Ich möchte mich jetzt beim Phil bedanken. Ja, beim Phil möchte ich mich bedanken, weil er hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Und bei der Ausstellung hat er vollkommen recht. Bei der Idee, die wir hier haben für die Sendung. Mache ich hier noch mal so ein Unboxing-Video. Und wer kommt da raus? Richtig, an sich so, bevor ich mir die Finger aufschneide, so verpackt Amazon. Ne? So verpackt Amazon. Ich mache das mal hier raus. Und wer kommt dann zum Vorschein? Da ist die Pappe. Ja, da ist die Pappe. Ja, genau, da ist er. Der BB-8. Also, der BB-8 ist da. Ja, was der alles kann, weiß ich nicht. Er kann irgendwie so einen kleinen Blödsinn, kann er. Ganz viel wird er auch nicht können. Doch, man kann das ja irgendwie einbauen. Werde ich mir hier. Alles wunderbar verpackt, habt ihr gerade gesehen. Und der sieht aus, wie er aussieht. Und hier kann man so ein bisschen bewegen, hier so. Ja, müsste ich dann Töne mit einarbeiten. Mal gucken, also es wird sehr, sehr spaßig werden. Also noch einmal zum Timo aus Bremen. Du hast vollkommen recht, warum tue ich mir das an? Ist richtig, warum reicht nicht sowas? Ist richtig, auf eine Art hatte Timo recht. Auf eine Art reicht so etwas, weil so etwas toll aussieht in der Dekoration für uns Händler. Ja, Händler, das ist das Wort schon. Man möchte Handel treiben, man möchte das gute Stück, sagen wir mal, verkaufen oder anbieten. In unserem Fall als Fotofilmproduktion können wir die Sachen natürlich komplett anders nehmen. Ich glaube, der spricht auch. Also, ich kann mit BB-8 kommunizieren. BB-8 erzählt mir ein, der leuchtet sogar. Ne? Ich hat ja jetzt gerade wirklich gesagt, ich bin BB-8. Ne? Lampen gehen da an. Da muss ich gucken, ob ich den auseinandernehme, um euch das zu zeigen. Aber es ist schon mal super. Also Lampen gehen an. Ich weiß nicht, ob vorne auch angeht. Ja, genau. Vorne geht auch an. Ne? Also tolle Geschichte. Wirklich. Eine tolle Sache. BB-8. Astral. Also ich habe jetzt R2D2 da. Ich werde mal gucken, ob ich 3DPO auch noch bekomme. Also das macht schon Spaß. Besonders, wenn die Kinder reinkommen und die Sachen sehen. Und wenn man Kinder hat, also wir arbeiten ja sehr viele, hier ist ja reine Dienstleistung, jetzt muss ich erstmal gleich aufräumen, dann mache ich weiter. Ihr habt ja gesehen, die Verpackung, ja, also wirklich, die Verpackung war okay, ja, also ein riesen Karton mal wieder, kann ich mal wieder vieles reinpacken. Und die Papierwurst, bevor ihr nichts mehr hört, unterbreche ich und mache gleich weiter. So, BB-8 ist nur da, der auch leuchten kann, habt ihr ja gesehen. Das sieht einfach nur klasse aus. Es macht einfach nur Spaß, ihn mal live zu erleben. Wenn der jetzt hier auch noch rumrollen könnte, oh Mann, und dann in der Größe. Muss man schauen, den gibt es sicherlich in der Größe, wo er auch herumläuft. Ich weiß nur, dass man hier den Gag, den er da gemacht hat, mit diesen Daumen, hier aufmachen kann, dann muss ich, glaube ich, irgendwie aufmachen. Mache ich jetzt nicht. Der ist ja gerade frisch gekommen, habt ihr gesehen, ich habe ja gerade erst ausgepackt. Muss ich mir also ruhig zu Gemüte führen. Habe nun ein paar Minuten Zeit, noch mal drauf einzugehen, weil Timo und diverse andere auch gesagt haben, das ist natürlich ein Hammer, der da passiert ist. Hätte so nicht passieren dürfen. Das Ware
geliefert wird und dass man, naja, vergessen wir es, die Ware ist geliefert, die Ware ist da. Bin nun mal sehr ehrlich zu meinen Zuschauern, bin auch sehr ehrlich zu meinen Kunden. Und diese Figuren gehen jetzt halt in den Deko-Bereich. Die werden sicherlich animiert. Ich habe gestern noch mit einem Animateur gesprochen, der die mir dann animiert. Aber ich lichte die dann ab, dann werden die lebendig mal eine Geschichte rausmachen. Mal schauen. Finn war ja gestern dran, jetzt war nochmal wegen Timo. Timo aus Bremen hat geschrieben, du, reichen die nicht für wenig Geld. Ne? Also reichen die nicht für wenig Geld, die sehen auch gut aus. Aus dem Disney Store, ja. Die können ja auch einiges. Können auch sprechen, können auch schießen. Ne? Seht ihr das? Sogar mit Echo halt. Ne? Zang, zang. Jetzt kriege ich auch wieder Besuch. Hallo, grüße. So, meine Freunde, diese Figur geht jetzt auch auf Wanderschaft. Wie alt? 9 Jahre? 9 Jahre. Er wird sich ja freuen, der Commander. Tristan und Isolde. Nein, nur Tristan. Tristan aus Kamp Limfort. Der bekommt die jetzt. Lieber Tristan aus Kamp Limfort. Tristan. Wie? Tristan. Tristan aus Kamp Limfort bekommt jetzt diese Figur, meine lieben Freunde. Und ich widme mich gleich wieder dem Timo aus Bremen. Und ihr seht, diese Figuren werden gemocht. Und diese Figuren gehen jetzt in treue Hände. Das ist nämlich ein super Fan von Star Wars, 9 Jahre, sag ja, unsere Jüngsten, wie gestern der Maurice, der hier mit seiner Freundin vorbeikam und die Lichtschwertorganisation da gemacht hat, könnt ihr euch also vorstellen, was jetzt da gleich abgeht, wenn die liebe Oma dieses gute Stück, diesen Stormtrooper mit 65 deutschen Sätzen, ihn überreicht. Na, also, bleibt dran, liebe Freunde, bleibt dran. Das hab ich schon gesehen. So, wegen den oder während den Dreharbeiten hier für die Serie, ne, ihr wisst ja, ARD, ZDF, hatte die neue Geschichte und wir sind eins davon. Funk nennt man sowas, Funk für die Jugendlichen. Ja, also, das war jetzt auch an sich. Noch einmal Timo aus Bremen, danke, danke. Du hast vollkommen recht, an sich für das Geld, was diese Herrschaften hier kosten, hätte ich mir auch einen kleinen Wagen gebraucht kaufen können. Richtig, so. Ich muss mich natürlich jetzt auch von dieser Figur verabschieden, die ich an sich gerade so in den Händen gehalten habe. Denn die geht zum Christian Big, Kap Lindford. Habt ihr ja vorhin mitbekommen. Die eine Figur ist ja auch sofort weg mit den 65 Spracheinheiten. An sich haben wir uns ja nicht auf Spielwaren konzentriert. In der Regel wollten wir gar nicht Spielwaren verkaufen, weil es geht ja überwiegend Sendungen. Wir machen ja die Filme damit. Filmfotos und die werden ja natürlich für die Hersteller, wird das ja an sich benutzt. Und das ist hier sozusagen die Abfallproduktion, weil die Kamera eh scharf geschaltet steht. Ihr wisst, dass solche Figuren animiert werden und wir sind so ein Animationsstudio. Wir animieren die und machen daraus die Figuren und machen Step Motion. Wie gesagt, der Step Motion kommt, macht auch aus der hier dann eine Step Motion Geschichte. Mal schauen, was wir uns da einfallen lassen für uns jetzt. Wir haben einfach die Idee jetzt für uns und für euch sozusagen, das auch zu machen, aber halt anders mit Moderation, Anmoderation, Sendung, Unboxing, auspacken und sich erschrecken, wenn dann sowas aussieht, wie es aussieht. Gut, als Händler hat man die A-Karte, also wirklich den Joker. Man bekommt die Sachen nicht richtig wirklich ersetzt und wenn, dann hat man ca. 100 Euro Verlust. Das muss auch nicht sein. Deswegen bleiben die Figuren hier. Auch wenn sie defekt geliefert wurden, also die Kartonage können wir nicht mehr anbieten. Gesetzesfall, ein Kunde hätte gerne diese Figur. Wie gesagt, müsste man schauen und die dann halt günstiger abgeben, was wir nicht tun werden, weil die gehen ab in die Ausstellung. Die werden ab sofort nicht mehr verkauft. Wir werden kein Hot Toys und kein Sideshow anbieten. Wir werden uns diese Figuren zwar kaufen, aber nicht anbieten. No, die Figuren werden gekauft. Dann werden die irgendwann mal richtig schön ausgestellt, wenn es sein muss, einmal im Jahr. Ne? Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, weihnachtliche Sachen ausstellen mit Tannenbaum oder alles, erfreut die Kinder ja gar nicht mehr so. Also kaum ein Kind interessiert sich noch für irgendwelche weihnachtlichen Accessoires in irgendwelchen Schaufenstern. Dieses Jahr können wir ein wunderbares Schaufenster generieren mit diesen Figuren, daran arbeiten wir jetzt. Und Weihnachten zu Episode 8 wird das also richtig. Wir arbeiten dran, also Han Solo ist soeben bestellt worden.
nicht beim Großhändler, sondern Amazon, weil mit Amazon hat man weniger Ärger. Wenn die Ware dann nicht richtig ankommen würde, könnte man mit Amazon das sofort klären, was mit einem Großhändler nicht möglich ist, und deswegen werden wir uns von Großhändlern verabschieden und dann bezahlen wir halt ein bisschen mehr und gut ist. Haben wir also keinen Ärger. Ja, das ist eben so, weil bei Großhändlern kauft man da tonnenweise und dann, ja, wir wollten aber plizit für die Sendung einkaufen, wir wollten plizit auf die Figuren eingehen, weil wir absolute Hot Toy und Sideshow Fanatiker sind. Wir lieben diese Figuren, weil da ist so viel Liebe drin. Wenn man die Live-Videos gesehen hat aus China, bei Facebook, konnte man Live-Videos sehen, wie diese Figuren hergestellt wurden und wie die mit viel Liebe eingepackt. Und wenn die dann verschrottet durch den Großhandel dann hier auf dem Tisch landen, macht das absolut keinen Spaß. Wie gesagt, den Ärger mit Großhändlern tun wir uns nicht mehr an. Wir müssen nur gucken, dass wir irgendwie günstig Sachen einkaufen können, damit Omas und Opas, die ihren Enkeln Sachen zukommen lassen möchten. Also wie gesagt, wir waren gerade bei den Dreharbeiten, dann mussten wir für Tristan Biggs Camp Lindford, der jetzt auch diese Figur bekommt, ja, die kommt jetzt zur Seite. Natürlich bekommt die Oma das für weniger Geld wie andere, versteht sich auch. Er hat ja seinen Zweck erfüllt, er war vor der laufenden Kamera, hatte das große Glück, dass er nicht ausgepackt wurde. Ist also die Original-Disney-Version in englischer Sprache. Ja. Wie viel Sprache er hat, weiß ich nicht. Grüße, hi, ich komme. Ja, moin, moin. So, Tristan Biggs, Camp Lindford bekommt diese wunderschöne Figur mit allem drum und dran, die er auch schießen kann. Geht somit aus dem Set direkt in den Verkauf. So haben wir uns das an sich auch nicht vorgestellt. Das war jetzt nicht unsere Absicht. Das möchte ich dabei sagen. Wir wollen immer noch so ein bisschen Spaß haben. Diese Figur geht gleich in die Animation und wird dort animiert als Animationsfilm. So, dann, jetzt wollte ich hier Timo. Timo aus Bremen. Du hast natürlich vollkommen recht. Gut, natürlich können wir so ein, an sich, BBL ist BBL. Ja, hast du recht. BBA. So, jetzt stelle ich mir da hin, da steht er da. Das ist richtig, ja. Aber das ist was anderes. Versteht ihr, das ist eine andere Hausnummer. Da ist Hot Toys mit vielen Knickpunkten, ja, hier voll beweglich. Er kann sogar Schritt machen, wenn ich jetzt schon mal eine Animation, also dann seht ihr schon mal bei Step Motion, was los ist. Hier wunderbar kann er Step machen. Ne? Step. Ach, herrlich. Ja. Also er wird sicherlich irgendeinen Blödsinn machen, der arme Kerl. Also wie gesagt, ist jetzt, ne, ist halt beschädigt geliefert worden, hätte an sich so, und jetzt steht er immer halt so, ja, ist okay, ja. In Ordnung, ist halt bespielt worden, ist halt so. Grüße, Tag, ich komme. So, mit der neuen Lieferung vom BB-8 bin ich natürlich voll auf zufrieden, ist vollkommen in Ordnung alles, da er ja offen ist. Ist ja noch niemals dreckig oder so. Ja? Ist ja offen geliefert, habe ich euch ja vorhin gezeigt. Ich habe auch den Knopf mittlerweile gefunden, um das gute Stück an- und auszumachen, damit hier, wenn Kinder hier reinkommen, immer darauf rumspielen, damit BB-8 da nicht seine Batterien. Finde ja gut, dass da schon mal vorinstallierte Batterien bei sind. Hat den Schalter also wie gesagt gefunden, mehrere Funktionen. Ich müsste dann auch noch lesen, was mit diesen Funktionen da sind. Im Moment kann er noch nicht diesen machen hier. Aber er kann sprechen und man kann seinen Kopf hier so bewegen. Vielleicht macht er dann auch irgendwann mal automatisch, weiß ich nicht. Aber jedenfalls im Moment noch nicht. Dann gibt es hier noch so einen Schalter. Gehen wir mal hin. Mal gucken, was er dann macht. Dann geht sogar, dann geht sogar das Licht hier an. Ja? Dann geht auch das Licht hier an. Und er spricht halt verschiedene Sachen. Ja? Also ist nicht schlecht. Aber rollen kann, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das ist die 46 cm Größe ist das jetzt. Jetzt gibt es ja den Schalter für ausmachen. Machen wir auch aus. Ja, aber warum ich heute den Videoclip mache, ist, ihr habt ja selber gesehen, dass ich ausnahmsweise Ware bekommen habe, wo wirklich gesagt wurde, ich hätte beschädigte Ware.
bestellt. Nun, da ich Händler bin, bestelle ich keine beschädigte Ware und lege mich dann mit meinen eigenen Kunden an, die dann stinksauer sind, weil sie die Sachen haben möchten. Ist ja wohl logisch. Wenn ich jetzt hier ein BB-8 bestelle für einen Kunden, und hier wäre jetzt alles verschrappt oder so, hallo, würde ich ja wohl nicht bestellen, würde ich auch meinen Kunden nicht anbieten. Ja? Also warum ich jetzt zum Schluss, ich habe also beim Großhandel Figuren bestellt und die behaupten, ich hätte Beschädigte bestellt, aber so beschädigt, wie die beschädigt waren, habe ich sie bestimmt nicht bestellt zu dem Preis. Hot Toys hat einen Preis, Sideshow hat einen Preis und Leben und Leben lassen ist an sich doch oder sollte, aber ist bei diesem Großhandel nicht. Die haben sofort alles gesperrt, weil man sich beschwert hat. Also ich habe mich beschwert, kann aber wohl nicht sein. Ich habe doch das und das bestellt, ja. Und dann kommt da so eine E-Mail, obendrein habe ich ja noch so ein Video gemacht, dass man also das gar nicht gut fandet, dass man so ein Video hier macht, dass ich ein Unbox-Video mache, wo ich auspacke und dann feststelle, ups, was ist denn da drin? Und wenn der Kunde dann sagt, ey, warum, ja, ist klar, ich muss meinen Kunden ja auch, also habe ich für meinen Kunden mich eingesetzt und habe dann jetzt die Strafe, dass ich bei diesem Großhändler nicht mehr einkaufen darf. Ich darf da zwar rein, darf mir auch alles anschauen, aber ich darf nicht mehr kaufen. So, ich habe natürlich höflich gefragt den Großhandel, Jungs, Mädels, können wir nicht auf Rechnung, dass ich mir die Ware vorher anschaue, wenn die nicht in Ordnung ist, schicke ich sie euch zurück und dann schickt ihr mir eine andere. Nö, einfach gesperrt. Ja, das heißt also, man soll immer schön in Vorkasse, also ich gebe mal eben 1000 Euro aus in Vorkasse und hoffe dann, dass die Ware, nicht wahr, kommt. Ich soll in Vorkasse 1000 Euro ausgeben für so eine Hot Toy Sideshow-Figur. Ist jetzt übertrieben, aber wenn, kauft man ja richtig ein. Oder ihn hier, der ist auch nicht gerade billig in der Größe mit der gesamten Elektronik. Könnt ihr ja mal schauen. Wenn er mal okay, bei so einer richtigen Großraumfirma wie Toys R Us, die Spielzeug wirklich verkaufen. Wir wollen uns ja gar kein Spielzeug verkaufen. Wir wollen uns ja über die Figuren uns unterhalten. Ja. Ob die funktionieren, jetzt habe ich ihn ausgestellt, gucken hier oben, ob ich das per Hand einstelle oder ob er das automatisiert macht, muss ich nachlesen, wenn die Automatisierung halt kaputt ist, habe ich halt Pech, weil jetzt im Moment sollen die ja in die große Ausstellung, im Moment haben wir ja die Green Green Shot, weil wir ja diese große Sendung am 25.05. machen wollen, am 25.05. wollten wir die große Sendung machen und dann schauen wir mal, deswegen kaufe ich jetzt hier persönlich in Augenschein, in Augenhöhe die Ware ein. Ich habe gerade hier eine andere Firma. Ich werde jetzt alle Firmen mal anschreiben. Mal gucken, ob ich nicht eine seriöse Firma finde. Also die Firma ist in meinen Augen jetzt nicht seriös, die noch nicht mal in der Lage ist, so einen Teil zurückzunehmen und auszutauschen. Nee, also das ist unseriös. Mit unseriösen Firmen arbeite ich persönlich nicht, weil meine Kunden sind Seriosität gewohnt. Hier ist absolute Seriosität, aber im Filmberuf oder Fotoberuf, im Journalismusberuf. Wir recherchieren, auch ich recherchiere richtig, weil wir gehören der Industrie 4.0 an. Wir brauchen hier nicht mehr arbeiten, wir lassen arbeiten. Wir sagen dem Computer Bescheid, dann sitzt da jemand irgendwo und der tippt dann und wir können es dann hier ausdrucken für einen Kunde zum Beispiel, wenn irgendwelche Dossiers angefertigt werden müssen, dann werden die Dossiers angefertigt, ohne dass hier einer hinkommen müsste oder so. Ob das Rechtsdossiers sind für Rechtsartikel oder für andere. Wie gesagt, wir sind Industrie 4.0. Wir sind also total vernetzt mit der Außenwelt und so weiter. Und überall sitzen alle. Und wenn wir die brauchen, ob nur ein Mechaniker oder ein Techniker, der wird freigeschaltet und der darf dann visuell arbeiten und der macht dann auch alles fertig. Nur wenn Mechaniker kommt, also der wirklich mechanisch was ändern muss, der mechanisch daran arbeiten muss oder so, der muss natürlich vorbeikommen, ist klar. Also wenn jetzt hier der Kopf ab wäre, kann er wohl schlecht im Computer hier den Kopf wieder annähen. Ihr versteht, was ich meine. So, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Kopf automatisiert ist, ob ich da irgendwas zuschalten müsste oder so. Nein, der spricht halt nur Press Button to Activate. Ne? Ja. Ist ein englisches Produkt, kommt von Jax mal wieder. Jax macht wunderbare Animationssachen, haben wir ja auch schon gezeigt. Ja, wie gesagt, mir gefällt das, sieht gut aus. Mal schauen, ich hätte mich mit anderen beraten und die haben mich darauf verwiesen. Haben wir eben noch den großen, das ist der 46 cm große mit Sprachausgabe und so weiter.
Und da könnte man sicherlich irgendwelche Späßchen machen, wenn die Kinder kommen. Wir haben ja hier so eine Art Lounge eingerichtet. Die Star Wars Lounge ist ja an sich für jugendliche Kinder. Während die Erwachsenen dort drüben in dem Medienbereich arbeiten, können sie ihre Kinder sozusagen hier parken. Wir haben auch Monitore, wir haben auch Fernseher. Wir können auch ein Kleinkino einsetzen, um die jugendlichen Kinder etc. ruhig zu stellen. Aber meistens kämpfen die dann wie die Weltmeister, wie gestern. Maurice und seine neue Freundin dann sofort die Stäbe genommen, sofort gesäbert, sofort gemacht haben. Das ist eben so. Also Spaß soll es nämlich machen. Auch wenn wir ernsthafte, großartige, wertvolle Figuren verkaufen möchten. An sich war es gedacht, dass man die verkauft, dass man die animiert etc. Aber wenn der Großhandel nicht mitmacht, ist klar, wenn man keine Container kauft, erstmal ist ja ein Versuch. In einem Versuch kaufe ich nicht jetzt 1000 Chewbaccas, 1000 Han Solos, 1000 Kalos oder was weiß ich. Nee, erstmal ein und gucken, ne? Sonst hätte ich jetzt plötzlich 1000 Beschädigte hier stehen, statt eine Packung. Fand ich jetzt nicht nett. Fand ich jetzt wirklich nicht nett. Ich habe mich halt beschwert. Und weil ich mich beschwert habe, weil ich das gute Recht habe, mich zu beschweren, ich habe auch das gute Recht, einen Videoclip zu machen. Ich nenne ja gar keinen Namen. Ich sage nur der Großhandel. Der große Handel. Na? Ist ja egal, ob in China, Amerika, England, egal wo dieser große Handel sitzt. Wie gesagt, dass er sich dann so benommen hat. Ich habe auch schon einen anderen Großhändler gehabt, der nur palettenweise verkauft. Also ohne Palette einkaufen, also ohne 100, dass ich kaufe, geht es nicht. Also ich habe es sehr schwer als Händler oder Handel zu treiben mit Figuren. Zumal die Nachfrage gar nicht gegeben ist. Also ich habe überhaupt keine Nachfrage nach Figuren. Ich mache es halt für die Sendung, für die Lounge, damit die aussieht, dass ich nicht nur in Green Rooms arbeite, sondern auch effektiv waschecht arbeiten kann, dass ich auch ein Schauspieler, wenn er hier reinkommt, wie letztens, also ein Schauspieler will am 25.05. mitmachen. Er hat sich auch irgendwas ausgedacht, dass wir diesbezüglich irgendwas machen könnten. Ich freue mich drauf, wenn er Zeit hat. Ansonsten müsst ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen. In der Sendung, wie gesagt, einmal im Jahr gibt es diese fette Star Wars Sendung, wo wir dann wirklich Star Wars feiern in Los Angeles. Ja, in Los Angeles wird jedes Jahr am 25.05. Jedes Jahr. So, jetzt feiern wir halt 40 Jahre, 77 bis 2017, 40 Jahre. Und wir hatten ja den Spaß vor, 2027. Diesbezüglich werden ja die Ware eingekauft. Lass mich überraschen, es kommen sehr viele Hot Toy Ware und Sideshow Ware. Wir kaufen jetzt halt bei Amazon, ist ja eh wurscht. Wir haben gerade mal die E-Kasse durchgerechnet. Wir bezahlen zwischen 20 und 50 Euro mehr, wie beim Großhandel. Sollte zu verkraften sein, wenn wir es nicht übertreiben, wenn wir also in dem Range bleiben. Also ihr werdet hier in dieser Sendung viele Hot Toys und Sideshow-Figuren sehen, die wir euch vorstellen, auch mit der Nahkamera drangehen werden und mit der Nahkamera euch diese Figuren zeigen. Und für die realen Kunden, die tagtäglich hier reinkommen in diesen Shop, die werden das demnächst in einer großen Show bzw. Glaskombination, ist klar, aus Sicherheitsgründen müssen die ja doch schon ein bisschen gesichert werden, anschauen können. Ja? In diesem Sommer jedenfalls können die Kunden demnächst, auch die Jugendlichen, die Kinder, diese Figuren sich anschauen. Natürlich versuchen wir auch Displays zu bauen, Dioramen zu bauen. Das soll alles so einen Spaß machen. Es soll ja Spaß. Wir können jetzt alles kaufen, Dioramen kaufen, zack, zack, dahinstellen. Aber das sind nicht wir. Wir sind Animation, wir sind Kooperation, wir sind Produktion. Wir machen alles aus einer Regie, aus einer Hand und wir möchten lustige Kunden, also glückliche Kunden. Wir wollen Kunden, die und die haben hier viel Spaß und die haben also wirklich viel, die bekommen auch sehr viel Service und das ist wichtig. Und wenn einer unbedingt, so wie heute, ich grüße halt auch mal, weiß gar nicht, ich habe den Namen, an sich grüßen wir nicht mit Namen, weil der Tim zum Beispiel aus Bremen hatte ja schon mal warum machst du das, warum gibst du so viel Geld, du hättest ja auch einen gebrauchten Wagen kaufen können. Hat er natürlich recht. Man kriegt schon für 700, 800, 900 oder 1000 Euro, was eine Hot Toy Figur kostet, kriegt man schon einen Wagen. Ist richtig. Ja, aber ich meine, wir übertreiben es ja auch nicht. Wir sind ja immer noch moderat und ist klar, ist schon viel Geld geflossen. Wir haben auch gerade mal Check-up gemacht, wie viel Geld wir da schon investiert haben, um so eine Sendung dann ins Leben zu rufen. Natürlich, alle Figuren, die ihr hier seht, könnt ihr demnächst irgendwann
logisch auch günstiger bekommen. Vielleicht bieten wir das dann über Amazon an oder wir bieten es dann über eBay an. Ihr bekommt die Ware natürlich dann auch, wie gesagt, vorher gezeigt, in welchem Zustand die Ware ist, und dann wird die Ware dann auch versendet. Aber ich finde den so knuffig hier. Also noch einmal, Tim in Bremen. Mir ist jetzt lieber ihn hier haben zu wollen, den großen in 46 cm, der piept und ja, halt, ich brauche jetzt halt noch einen Elektroniker, der mir die ganzen Figuren irgendwann mal verkabelt. An alle, die das in München-Gladbach das Museum kennt, Filmfiguren-Museum, der Thomas leitet das am Freitag, am Samstag und am Sonntag, könnt ihr da rein, die Uhrzeiten, geht einfach bei Google, Filmfiguren-Museum, das ist in München-Gladbach, googelt es und geht einfach mal dahin, wenn ihr Zeit habt. Kastrop-Rauxel ist auch nicht allzu weit von München-Gladbach entfernt, somit kann man von Kastrop-Rauxel auch mal eben dahin fahren. Ja, ich habe, wie gesagt, die Adresse gebe ich gerne weiter. Mir gefällt das Museum auch. Die Art, wie Thomas da arbeitet, ist okay, wunderbar. Ich habe hier das Look-off, auf Deutsch gesagt, Museum. Ich errichte das jetzt auch demnächst. Wie gesagt, es soll ja auch Spaß machen. Aber die Hauptarbeit, Filmfoto und so weiter, muss bleiben. Das ist halt die Hauptarbeit, und wenn die Schauspieler auch Lust und Laune haben, machen die auch mit. Bis jetzt halt, wie gesagt, kaum Zeit. Wir haben ja alle kaum Zeit. Nur mein Problem, mein persönliches Problem ist halt, keinen ordentlichen Großhandel zu finden. Also einen richtigen Großhändler, der, wo ich im EK einkaufen kann und dann kann ich schauen, wie ich die Ware dann anbieten könnte. Ich kriege natürlich sehr viele Anrufe aus Amerika und aus England, aber ich bin ehrlich, damit möchte ich jetzt nicht Handel treiben, mit GameStop-Ware, mit Game-Ware, weil die Kundschaft auch nicht da ist. Die Kundschaft von Star Wars ist gegeben und deswegen haben wir das auch ins Programm aufgenommen. Aber wenn wir jetzt hier GameStop machen oder Games World oder so, wäre auch unfair dem Weißen Haus gegenüber, denn in 2000 Meter ist das White House für GameStop. Ja, das ist also hier auch, wir haben GameStopper auch in der Innenstadt, die da diese kleinen Figuren verkaufen, die angemalt werden, wo die diese Kriegsszenarien machen. Und ja, das wollten wir jetzt nicht aufnehmen. Ist klar, man sieht unsere Sendung, man ist also begeistert von der Sendung, ob wir das nicht auch machen würden können. Nee, wir haben das Klientel nicht danach, wir haben die Kundschaft nicht danach. Wir bleiben jetzt hier bei den Star Wars Artikeln. Wie gesagt, der ist schwer genug, der liebe Junge. Der müsste hier unten ist eine... wieso, das kann ich machen, Improve, ich habe jetzt kein Skript, ist alles drin, müsste zugemacht werden, dann geht auch die Hand auf, dann macht er so, ne? Dann geht die Flamme an da, ist schon eine tolle Geschichte, hat wie gesagt auch seinen An- und Ausschalter, das ist sehr wichtig, ich weiß natürlich nicht, müsste ich gleich mal den Daniel fragen, ob der auch seinen Kopf hier automatisiert bewegt, wenn nicht, dann wäre das halt schon defekt, naja. Mit Defekt muss ich ja mittlerweile leben. Ist halt so. So, das war heute mein Unbox-Video für euch. War ja wieder eine Menge los. Demnächst kommt wieder ein Unbox-Video, weil dann kommen die Hot Toys, ja, Chewbacca und, wie heißt der andere? Han Solo, genau, Han Solo, Chewbacca, aber aus E7. Aus der Episode 7 kommen die echten, waschechten Hot Toys. Die sind gerade in China bestellt worden, beim Hersteller persönlich. Weil wir haben den Großhandel jetzt mal ausgekegelt, der will uns nicht, kann uns mal, ist in Ordnung, dann gehen wir halt nach China. So, die Chinesen schicken uns jetzt die Ware, die sind auch bereit, jeweils erstmal eine zu schicken, weil wir ja, wie gesagt, für die Sendung brauchen. Wir haben natürlich jetzt ein Problem, wir kriegen, das finde ich so gut daran, von den Chinesen selbst, von den Hot Toys und Sideshows Herstellern, die das herstellen selber, ohne Zusatz, das finde ich toll. Wir kriegen die also rein netto bar da geschickt, ohne andere, das finde ich toll. Wir haben denen erklärt, was wir vorhaben, die finden das super, finden das toll. Die sind kooperativ. Hier so ein Großhändler, da macht einen auf Mief. Na, kann man nicht ändern. Ist der Handel groß, ja, dann sind es ja halt die Großen, wir sind die Kleinsten. Und die Kleinsten müssen halt die Klappe halten, die haben zu kuschen. Aber unser Eins kuscht nicht, wir sehen es gar nicht ein, dass wir kuschen, wir sind für unsere Kunden da und unsere Kunden sollen ja auch Ware erhalten, mit denen sie zufrieden sind. Ja,
Ist klar. So, mittlerweile sind wir mit unserer Ware sowas von zufrieden, dass wir die an sich gar nicht verkaufen wollen. Also wenn die irgendwann mal verkauft werden, dann bestimmt nur online. Ja? Dafür werden wir dann so eine Online-Geschichte einrichten oder bei Amazon verkaufen. Amazon will zwar 35% anteilig davon, eBay möchte auch anteilig was haben, ist klar. Schauen wir mal. Ich kenne einige und die daraufhin verweise ich auch, meine Kunden verweise ich immer auf einen gewissen SW Black Series DE Shop, weil der ist für mich doch der Shop, der wirklich, wirklich Star Wars Artikel dem Kunden wirklich zukommen lässt, für waschechte Star Wars Fans. Der Preis ist moderat und wie gesagt, finde ich toll. Und, ne? Und auf dem Weg, der junge Mann heißt Mike, und auf dem Weg sage ich Dankeschön, dass du so eine tolle Sache hast. Du hast auch Filmfiguren im Angebot, das finde ich eine tolle Sache. Wie gesagt, wir machen das jetzt erstmal fürs Fernsehen, ja, für ARD, ZDF, Fokus. Wir machen das jetzt hier, wie gesagt, nur fürs Fernsehen. Und das hier ist jetzt ich hier, der jetzt auch in dieser Rubrik bei YouTube, im YouTube-Kanal, das jetzt an Leben gerufen hat und daraus eine Sendung macht, The Star Wars Story, The Star Wars Fan to Fan Base. Und jeder sollte dabei trotzdem noch Fun haben, Spaß haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Also in dem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß weiterhin. Und ich hoffe, euch macht auch die Sendereihe, die jetzt hier durchgezogen und schon ein bisschen länger jetzt forciert und auf den Weg gebracht, euch dann doch Spaß macht. Denn bald ist ja wieder Ruhe. Dann ist ja Star Wars vorbei erstmal wieder. Dann eröffnen wir wieder E8. Dann sprechen wir auch über E8. Dann sind auch vielleicht die neuen Figuren da von Rogue One, vielleicht auch von E8 da. Und dann schauen wir mal. Der Großhandel, will ich hoffen, wird sich auch wieder beruhigen, weil er jetzt weiß, dass er uns nicht einfach Schrott andrehen kann. Das geht nicht, keine Chance, machen wir nicht mit. Wir wollen die Ware, die wir bestellen, die hätten wir gern und nicht irgendwelche beschädigte Ware. Das geht nicht. Ja, das geht auf keinen Fall. So, haben wir das also auch auf den Weg gebracht. Ja, und dann schauen wir mal. Ne? Ja. Wie gesagt, wenn es nicht klappt, wenn wir keinen Händler finden, mit dem wir arbeiten können, naja, dann müssen wir halt damit leben, dann stellen wir das eben wieder ein. Und den Rest, den wir hier haben, verkaufen wir dann einfach mal, ne, damit wir wieder Platz kriegen. So einfach ist es. Ne? Wir haben so viele Unikate, so viele schöne Sachen, wir haben so viele Künstler hier, so viele Schauspieler, Kleindarsteller und so weiter. Wir gehören zum Filmpool, ja, wir machen diese RTL-Geschichten, Sat.1-Geschichten und so weiter. Aufregen. Aufregen ist nicht. Wir gehen vor die laufende Kamera, sagen unseren Unmut. Das kann nicht sein, dass man uns Ware schickt, die einfach defekt ist. Das geht nicht. Sehen wir nicht ein. Wir wollen Ware für unsere Kunden, damit unsere Kunden zufrieden sind. Wenn unsere Kunden zufrieden sind, sind auch wir zufrieden und euer Medienkanzler erst recht. Also, wie im Namen von BBA, bin ich weg. Ha 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 ha!